Große Freude im französisch-belgischen Adelshaus. Anfang Januar werden Isabella und Edouard Deligne de la Tremoille zum dritten Mal Eltern. Babyprinz Antoine ist der erste Sohn der europäischen Royals und mit seinen beiden älteren Schwestern Athea und Athénaïs der ganze Stolz der Adelsfamilie. Jetzt wurde der Thronfolger in der Saint-Pierre-Kirche in Antoing in Belgien getauft. In königlicher Kutsche fahren die Delignes mit ihrem 5 Monate alten Säugling, der in prachtvoller Taufkleidung erscheint, zur Kirche vor. Ganz brav lässt der kleine Mann den christlichen Ritus über sich ergehen. Dafür gibt es ein Küsschen auf die Stirn von dem stolzen Opa Mario Orsini, dem Vater von Isabella. Auch ihre Mutter Lolita Rossi kann ihr Glück trotz großer Sonnenbrille an diesem schönen Tag kaum verbergen. Prinz Charles Antoine, Oberhaupt der Familie und Vater von Prinz Eduard, erscheint ebenfalls zur Taufe seines Enkelkindes. Bei so viel Familienglück geht einem glatt das Herz auf.